Dem Mundl, Gott hab ihn selig, würde ein kalter Schauer den Rücken hinunterlaufen, denn die Brauereiangestellten streiken. Bereits seit Sonntag 22 Uhr ein 24-Stunden-Warnstreik. Allerdings hat die Gewerkschaft ProG schon angekündigt, dass der durchaus verlängert werden könnte. Wie ist es zum Streik gekommen? Natürlich die Kollektivvertragsverhandlungen. Da fordern die Angestellten 10%, die Arbeitgeber sind bereit, 7% zu zahlen. Man hat sich auch am Sonntag in einer letzten Gesprächsrunde nicht einigen können. Die nächsten Gespräche werden dann am 21. Dezember stattfinden. Die Frage ist, wie schaut es mit dem Bier aus zu Weihnachten? Bis dahin sind die Lager auf jeden Fall gut gefüllt. Sollte es dann tatsächlich einen längeren Streik geben, könnte es natürlich schon zu Engpässen kommen. Und genau das hat Dominik Vlasny alias Marco Pogo zum Anlass genommen, um sozusagen den Finger in die Wunde zu legen. Er fordert, Vorsicht, Wortwitz, einen Bierpreisdeckel. Also sozusagen einen Grenzwert, den Bier kosten darf. Und das wäre vielleicht in Österreich gar keine so schlechte Idee. Fakt ist, er betont noch einmal, dass er sich auf die Seite der Angestellten stellt und fordert eben auch ordentliche Löhne für ordentliche Arbeit. Und sollte tatsächlich aufgrund der Energiekosten und dergleichen das Geld knapp werden, dann dürfte man auf keinen Fall bei den Arbeitnehmern sparen und müsste natürlich auch aufpassen, dass das Bier nicht zu teuer wird. Stichwort Bierpreis. Deckel.